Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans. Heute haben wir wieder das Thema Dorfbesuche. Es ist das zweite im Bunde und wenn ihr zum ersten Video wollt, dann könnt ihr ganz schnell dorthin gelangen, indem ihr oben rechts jetzt auf die aufploppende Infokarte klickt. Dort könnt ihr zu dem allerersten Dorfbesuch-Video kommen. Dort habe ich euch dann gefragt, ob ihr gerne noch mehr Dorfbesuche möchtet und es sind auch einige Kommentare gekommen. Deswegen machen wir jetzt heute von 4 Dörfern Dorfbesuche. Wir beginnen mit der Spielerin Quentin aus dem Clan Echter CK 2015. Fahren dann fort mit dem Mr. Mobile Fanboy aus dem Clan der Pate, der hat gewechselt. Dann kommt noch der Simon aus unserem Clan und der Refetix ebenfalls aus unserem Clan. Ja. Ihr habt ja jetzt schon gesehen, die Kommentare habe ich euch eben kurz eingeblendet. Wir starten, wie ihr hier schon sehen könnt, auf der Oberfläche. Der Clan Echter CK 2015 ist Clan Level 9, 134 gewonnene Kriege. Kriegslog sieht auch relativ angenehm aus. Also hier 134 Siege zu 77 ist circa die Hälfte, das ist schon ganz okay. Und hier ist der Spieler Quentin 2000, Level 119. Mit ihr fangen wir an. So, also wir haben hier ein Rathaus 10 Dorf und das erste, was ich an diesem Dorf sehe, ist, dass es die Aufstellung, also das Layout ist überhaupt nicht gut. Das dicke Problem sehe ich zum Beispiel bei den Infernos, dass man die hier gemeinsam mit einem Frostzauber, kann man die beiden Infernos frosten, also so kann man ziemlich häufig 3 Sterne bei deinem Dorf holen. Im Clankrieg wäre so ein Dorf total nicht empfehlenswert, wäre überhaupt nicht gut. Ja, und fürs Pokalpushen ist es auch nicht empfehlenswert. Wir haben ja gesehen, du hattest mal 3233 Pokale. Also das beste Ergebnis, das kannst du auf jeden Fall noch toppen. So, und was du dafür machen solltest, ist, ich würde dir eine Base empfehlen, wo du auf jeden Fall deine Clanburg irgendwo auch noch zentral hast, denn deine Clanburg-Tropen sind eine deiner stärksten Deaths, die du hast. Dann zusätzlich würde ich eben die Infernos so weit auseinanderstellen, am besten auch in 2 verschiedene Kacheln, dass man die nicht in 1 erreichen kann. Ansonsten, ja, Expo-Placement ist irgendwo in Ordnung, sind für die halt für die Außenseiten, das ist okay. Und Helden sind sonst auch relativ zentral, die finde ich eigentlich mal gar nicht so schlecht. Das Problem ist einfach nur, also, dass du eben diese defensiven Einheiten da nicht so gut gesetzt hast. Ich meine, gut, du hast jetzt da das dunkle Elixierlager in der Mitte. Das hast du wohl gemacht, um das zu schützen und anstelle dort vielleicht sonst die Clanburg. Das Einzige, was mir noch auffällt, ist, dass bei dir hier die Helden relativ schwach sind. Also für einen Rathaus 10er zumindest, der schon die Infernos auf Level 3 hat. 20er Helden sind da relativ schwach. Vor allem die Queen ist sehr stark. Die würde ich probieren, möglichst schnell nachzuziehen Richtung Level 30. Also erstmal Level 25 und dann Level 30, das ist okay. Ansonsten die Dev, Rathaus 9er Dev, zusammen mit Rathaus 10er Dev hier schon kombiniert. Ansonsten alles gut. Die paar Mauern hier oben, ja, die solltest du auch in Kürze upgraden. Aber ansonsten sieht das Ganze ganz in Ordnung aus. Sehr schön. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Spieler. So, da sind wir wieder. Und jetzt sind wir hier im Clan der Pate und schauen uns das Dorf von dem Mr. Mobile Fanboy an. Wir sehen schon, er ist Level 91. Und das lässt eigentlich darauf schließen, dass er eher so Rathaus 8, Rathaus 9 ist, aber ist, wie ihr hier seht, schon Rathaus 10. Direkt mal zu deinem Dorf. Das Layout ist an sich okay. Man kann das so machen mit den X-Bögen in der Mitte. Aber das Problem, was du hast, ist, dass du dein Rathaus gerusht hast. Und hier, die beiden Inferno-Türme hier, die sind auf Level 1. Das heißt, du hast dich schon gesetzt, obwohl viele, also der Großteil deiner anderen Dev eben noch eher so auf Rathaus 8, 9 Zustand ist. Vor allem hier Kanonen, einiges ist auf Rathaus 8. Also die Luftabwehr ist sehr, sehr schwach. Zum Beispiel Level 5er Luftabwehr geht gar nicht für Rathaus 10. Das Ganze ist aber nicht so schlimm, wenn du, sage ich mal, nur das Rathaus setzt. Also das Rathaus an sich, das bringt dir nur einen Nachteil beim Farmen, weil du viel mehr Gold für jeden Klick bei der Suche brauchst. Aber ansonsten, für ein Clanwort zum Beispiel, würde ich dir empfehlen, möglichst
zügig jetzt deine Helden vor allem nachzuziehen. Also du hast hier einen Level 9er Queen, Level 11er King. Die solltest du möglichst schnell Richtung 20 kriegen. Da solltest du dein Hauptaugenmerk drauf legen und parallel würde ich an deiner Stelle einerseits Mauern kannst du immer leveln, die Luftabwehr nachziehen und erstmal die ganze Death, die wirklich am schwächsten ist, hier auf ein Level bringen. Also die Kanone Level 10 würde ich zum Beispiel erstmal nicht mehr anfassen. Weißt du, Level 10 ist bei dir eigentlich schon so ziemlich Maximum. Das würde ich erstmal so lassen und erstmal die Helden nachziehen, weil das Problem, was du sonst hast, ist, dass du gelistet wirst gegen stärkere Gegner, als du selbst bist. Und das heißt, dass ihr im gleichen Clan eben, dass du immer, sage ich mal, eine Last für die anderen Spieler bist im Clan War und dementsprechend nie deinen direkten Gegenüber besiegen kannst. Das liegt hauptsächlich daran, dass du hier schon die Inferno-Türme gesetzt hast. Da wirst du schon in der Death sehr, sehr hoch eingeordnet. Dabei ist dein ganzes anderes Dorf noch gar nicht so stark und deine Helden sind auch so schwach, dass du keine guten, starken Angriffe machen kannst. Oh, ich sehe hier in deinem Profil, dass du leider auch die Golems auf Level 1 erst hast. Also das ist, sage ich mal, ein großes Problem, das du haben könntest, wenn du Attacken machst. Damit du möglichst schnell erfolgreich wirst bei Attacken, würde ich dir jetzt die aktuelle Valkyrien-Taktik empfehlen, die du, seht ihr auch alle auf meinem Channel, könnt ihr die finden, habe ich da mehrmals drin, also wie man auf Rathaus 9, auf Rathaus 10 mit Valkyrien angreift oder wie auch immer man angreifen könnte, 3-Sterne-Taktiken. So, und weil du ja, sag ich mal, Golems und Valkyren auf Level 1 hast, würde ich erstmal deine Valkyren auf Level 5 bringen, das kannst du als Rathaus 10er. Und würde mir dann den Golem, würde ich mir mal in die Clanburg geben lassen. Ne? Kann dir jemand anders aus dem Clan, kann dir einen 5er Golem geben, dann brauchst du erstmal deinen, kannst du dann danach, natürlich musst du den danach auch leveln, aber erstmal machst du es dann mit Valkyren und dann die Schweine würde ich vielleicht auch nochmal probieren, Richtung 5 zu kriegen. Ich würde aber als erstes wirklich die Valkyren upgraden. Dann bist du schon mal gut dabei. Mit Valkyren solltest du auch standardmäßig 2 Sterne beim Rathaus 10er holen können, auch wenn der stärker ist als du und wenn der stärkere Helden hat. Ne? Die sind dann nicht ganz so wichtig. Ansonsten, du bist sehr, sehr viel am Fahren. Hier 452 gewonnene Angriffe ist spitzenmäßig. Aber das Problem ist einfach, wenn man gerusht hat, dass man eben im Clan War, sag ich mal, sein Gegenüber nicht platt kriegt. Das ist so ziemlich das einzige Problem. Ansonsten ist Rushen gar nicht mal ganz so wild. Solange man die Death, sag ich mal, niedrig lässt, ist das alles kein Problem. Nur wenn man anfängt, so Infernos zu bauen, dann geht's in eine schlechte Richtung. Ja, so, und dann kommen wir jetzt zu dem nächsten. Der nächste ist der Simon. Und der Simon, der ist hier direkt bei mir im Clan drin. Nämlich hier ganz unten. Level 104 lässt auch so darauf schließen, dass er circa Rathaus 9 ist. Gut, ich weiß das jetzt auch schon, das würde man aber auch vom Level her sagen. So bis circa Level 110 sollte man schon Rathaus 9 sein. Wir sehen, der Simon, der ist tatsächlich auch schon etwas länger Rathaus 10. Die Helden sind hier auf Level 10 und 14. Simon, die musst du auf jeden Fall möglichst schnell nachziehen, damit du im Clan War dementsprechend auch gut angreifen kannst. Ansonsten eben kannst du auch überlegen, die Valkyren für Govaho. Ja, und ansonsten, das Dorf-Layout ist ziemlich bekannt, findet man auch ziemlich viel auf YouTube. Das finde ich persönlich nicht so stark. Also jetzt gerade mit den Valkyren-Taktiken ist das sehr, sehr leicht plättbar. Da laufen die oben in den Chor rein, dann sind hier ja noch nicht mal Inferno-Türme, die groß aufhalten könnten. Und ja, das andere wird eben hier hinten, wird das alles durch den Queen Walk gecleant und da können auch deine Clanburg-Truppen hier, die kann da problemlos gelockt werden, wenn man hier mit Queen Walk von hinten reingeht. Also das Dorf würde ich mir überlegen, ob das sich zum Pokale pushen eignet. Gegebenenfalls würde ich das ändern. Also ich an deiner Stelle würde es ändern. Ja, weil man eben auch genau weiß, wo hier die Fallen sind. Ne? Man weiß, dass da die Tests stehen, dass die Bomben sind. Das weiß man auch, wenn man sie nicht sieht. Ja, das ist im Grunde schon so ziemlich alles, was ich dir zu deinem Dorf sagen kann. Wichtig ist, ja, zieh ruhig erstmal parallel die Mauern hoch und vor allem die Helden. Ne? Richtig schön die Helden jetzt pushen. Dann passt das alles sonst. Ja. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zum letzten Kandidaten in dieser Dorfbesuch-Folge. Das ist der Refetix. Wo bist du? Da ist er. Level 119. Ist also schon ein relativ hohes Level dafür, dass er noch Rathaus 9 ist. Das sieht man auch direkt. Er ist Rathaus 9. Schauen wir mal direkt hier rein. Er ist komplett maxed out, auch von den Truppen her. Von den Zaubern noch nicht ganz. Er kann, glaube ich, noch den Eilzauber auf Level 3 sogar Level 4. Kann man die Dunklen upgraden, bin ich mir nicht ganz sicher. Die Helden sind schon sehr, sehr hoch. Level 25er Helden fast. Also die Queen dürfte bald auf 25 hochkommen. Das ist spitzenmäßig für Rathaus 9.
Im Grunde, der Dorfaufbau ist ein schönes Anti-Drei-Sterne-Dorf, Anti-Walkürendorf, wie auch immer. Hat super viele einzelne Kacheln, also selbst in der Mitte, diese ganzen Verästelungen hier. Super schwer alles mit irgendwie einem Jump-Zauber oder Erdbeben-Zauber zu erreichen. Die meisten werden wohl daran scheitern, drei Sterne zu holen. Einen Stern kann man eben sehr, sehr leicht holen, aber wenn sie von hier angreifen, beschützt er dein Dunkles ziemlich gut, dadurch, dass die Helden dahinter sind und die Klamburg gelockt wird. Der Dorfaufbau, also hier. Simon, so ein Dorf, das würde ich dir empfehlen als Pokalpush-Dorf. Ne? Wir haben ja gerade dein Dorf gesehen, so ein Dorf ist definitiv stärker. Und eben ja, die Helden sind sehr, sehr wichtig, hat der Fetix alles, also rundum ist das ein gelungenes Dorf. Und ich würde sagen, du kannst dir auch schon in Bälde überlegen, auf Rathaus 10 zu gehen. Also das kannst du jetzt machen, wie du möchtest. Du kannst sagen, okay, ich gehe Rathaus 10 und kannst ja erstmal entscheiden, zum Beispiel die Inferno-Türme nicht zu bauen. Dann machst du quasi Rathaus 9.5, kannst deine Helden noch Richtung 30 bringen und bist dann ein sehr, sehr starker, schwacher Rathaus 10 Gegner. Also du bist quasi ein starker Angreifer und dementsprechend ist das ist super gut für einen Clan War. Dadurch kriegt man meistens schwächer gelistete Gegner, eben weil die dich noch als Rathaus 9 Def einstufen. Und ja, das ist im Grunde einfach nur von Vorteil. Also ist so rumzumachen und wir haben ja vorhin das gerushte Dorf von dem Mr. Mobile Fanboy gesehen. Das sollte man wirklich sich eindeutig überlegen. Besser ist es auf jeden Fall, wenn man nicht rusht. Dann hat man jetzt eben den großen Vorteil, dass man im Clan War sehr, sehr viel Sterne abkassieren kann, sehr, sehr stark ist, sehr, sehr stark angefahren und meistens auch sein Gegenüber, wenn nicht sogar höher, angreifen kann. Ja, das war's kurz und knapp zu dieser Folge. Ja, das war jetzt die Dorfbesuch-Folge Nummer 2 und wir können gerne noch mehr Dorfbesuch-Folgen machen, also das ist kein Problem, ich bin da ganz offen, solange sich das nicht hier zu Hunderten häuft, kann ich das Ganze auch noch gut abarbeiten. Also ich sag mal so 4 bis 5 Folgen, 4 bis 5 Dörfer kann ich gerne in einer Folge besuchen. Was ihr dafür machen sollt, wenn ihr wollt, dass ich euer Dorf besuche, dann schreibt ihr ganz einfach, ihr schreibt ganz, ganz wichtig, euer Clan-Kürzel brauche ich. Das schreibt ihr als allererstes in die Kommentare, dann euren Clan-Namen. Also, nee, ja, euren Clan-Namen ruhig auch, euren Ingame-Namen ist unglaublich wichtig, sonst finde ich euch ja nicht. Und daneben noch, schreibt ruhig auch noch euer Rathaus-Level, beziehungsweise nicht nur euer Rathaus, sondern auch euer eigenes Level. Dann kann ich zu 100% sicher gehen, dass ihr das seid und verwechsel euch auch nicht. Das hat bis jetzt ganz gut geklappt. Von Mr. Wobe Fanboy habe ich das Clan-Tick noch bekommen. Und ja, von daher, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest zum nächsten Video. Das nächste Video wird wohl so in Richtung Special gehen. 250 Abonnenten Special kündige ich mal ganz grob an. Also vielen Dank auch für euren Support und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Clash of Clans bei mir, dem Dancer. Ciao! Damn, son.